Jo, moinse Leute, Vengat hier mit einer neuen Episode von DayZ. Ich hatte irgendwie Glück im Unglück, ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich habe mich eingeloggt und auf einmal hatte ich mein ganzes Gi wieder und war noch an einem Ort, an dem ich vor 4 Tagen oder so war. Also so, als hätte es ein Server-Reset gegeben. Vielleicht gab es den auch mit dem letzten Patch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich meine Sachen wieder und dachte mir, ich nutze die Gelegenheit direkt, lauf zurück nach Tscherno und versuch da nochmal Recht und Ordnung in dieses gottlose Land zu bringen. Naja, Spaß natürlich. Aber hey, ich versuche Banditen und so abzuknallen, die ich sehe, Überlebende zu retten, ihnen Essen und Trinken zu geben, es schön romantisch zu machen. Warum kann ich meine Waffe nicht anmalen? Oh, naja, ich hoffe, dass es diesmal besser klappt als beim letzten Mal. Da habe ich ja leider nicht alle erwischt, aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl, was den heutigen Tag angeht. Sehr schön, bisher ist Tscherno wieder mal menschenleer. Wir haben einfach kein Glück bei der Sache. Wenn wir dann mal endlich gut sein wollen und ein Sheriff sein wollen, ein Batman von Tscherno, dann haben wir das Problem und niemand ist da. Oh, Militärzombie. Ihr seid ein wenig stärker als die normalen Zombies, habe ich gehört. Wegen eurer Rüstung so gesehen. Zack, aber gegen meine Axt kannst du nichts tun. Habt ihr eigentlich mittlerweile Loot? Nee, immer noch nicht. Es gibt schon ein wenig mehr Zombies jetzt. Das war ein Beispiel davon, dieser Militärzombie. Ich finde das gut, dass es langsam bergauf geht mit den Zombies. Auch wenn es langsam funktioniert und immerhin langsam und stetig. Irgendwann haben wir genug Zombies da. Vorsichtig umschauen. Ich habe keine Lust, gesnipert zu werden. Hier muss irgendwo einer sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir looten einfach mal hier oben. Das ist hier ein schönes Gebäude. Hier findet man oft ein paar tolle Sachen. Und wenn wir jemanden sehen, dann versuchen wir dahin zu gehen und uns anzufreunden. Hey, Moment, was ist das? Ein kleines Zehner-Magazin. Das ist ja süß. 5-6er-Muni. Die ist nicht so stark wie die 7er natürlich, aber egal. Nehmen wir mal mit. 10 Schuss kann uns eventuell mal den Arsch retten, also sind wir dankbar dafür. So. Sieht man nicht. Sehr, sehr frustrierend. Das waren mal die... Oh. Anscheinend doch jemand da. Okay, das kam von irgendwo da hinten. Richtung Factory oder Krankenhaus. Irgendwo da in der Ecke, schätze ich mal. Im Krankenhaus ist eigentlich immer was. Okay, gut. Wir sind hier wenigstens nicht alleine. Das finde ich schon mal super. So gefällt mir das. Gehen wir mal hoch. Gucken, ob wir da eventuell besser was sehen können. Auf dem Dach da ist keiner. Kann natürlich sein, dass es auf dem Factory-Dach ist. Da sind öfter ja mal Schlingel, die runtersnipern. Ich glaube allerdings eher nicht. Das klang nicht so, als wäre da auf dem Dach. Wartet mal. Da ist nichts. Schön durch eine kleine Ecke luken, dass wir eventuell hoffentlich nicht gesehen werden. Gut, da ist nichts. Ich glaube schon, dass der mehr so Richtung Krankenhaus ist, aber wir wollen ja uns absichern. Factory könnte der vielleicht auch sein. Hm. Auf jeden Fall ist Tscherno und Elektro sind schon eine relative Geisterstädte geworden, wenn man überlegt, dass das in der Mod die Städte überhaupt waren. Okay, hat sich alles ein bisschen verlagert, aber auch nicht schlimm. Vielleicht kommt die grandiose Zeiten des Tscherno und Elektro ja wieder. Okay, ganz ruhig bleiben, nichts zeigen und die Lage checken. Ich habe mich mal rangeschlichen bis hier vorne. Ich glaube, dass das von hier kam. Ich werde versuchen, aufs Krankenhausdach zu kommen, was relativ laut ist. Aber einfach mal hoffen. Denn entweder der liegt dort auf dem Dach oder der ist irgendwo hier in der Nähe auf dem Boden. Hier drin ist er schon mal nicht. Okay. Man muss jetzt natürlich echt aufpassen. Diese, ist der da drin? Nee, das ist bestimmt auf dem Dach. Die Leitern sind natürlich sehr laut. Ich muss aufpassen, dass keiner hinter mir ist, weil man so langsam hier hochgeht und das so laut ist. Ich tippe die Tasten nur an, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Oh, Mist, Mist. In der Hoffnung, keinen Ton zu machen, wollte ich vorhin sagen. Denn ich möchte nicht, dass der mich da oben hört. Das wäre echt blöd. Wenn er da oben ist, zielt er sonst wahrscheinlich schon direkt
auf die Leiter und wenn ich dann hochkomme, meinen Kopf zeige, bin ich natürlich leichtes Fressen. Ist natürlich gefährlich nach hinten hin, aber ich glaube nicht, dass da jemand ist. Da war bis jetzt die ganze Zeit niemand. So, komm, 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 leise, leise. Und hier ist niemand? Das ist schon wieder frustrierend. Okay, vielleicht ist der aber auch im Krankenhaus drin. Und wenn nicht, ist der halt auf jeden Fall noch in der Nähe. Die Schüsse kamen von hier. Die Schüsse kamen von hier. Die Waffe sollte ich lieber mal nehmen und rein. Okay, hier ist nichts. Machen wir mal wieder zu. Nicht, dass der uns irgendwie verfolgt, wenn er auf dem kleinen Dach über uns ist. Wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgegangen bin. So, jetzt müssen wir vorsichtig ran. Keine Lust, wieder zu sterben. Wo könnte der wohl sein? Also, wenn der hier drin ist, dann kann der vielleicht unsere Schritte hören. Was natürlich ein Nachteil für uns ist. Aber ich höre keine Schritte von wem anders, also keine Ahnung, ist der vielleicht gar nicht hier drin? Ich werde auf jeden Fall, falls er rumliegt und campt, ist das ja klar, dass er keine Töne macht, keine Schritte. Daher werde ich auf jeden Fall langsam und vorsichtig vorangehen. Gehst du offen? Nee. Aber boah, mir ist ein wenig unbehaglich. Das muss ich wirklich sagen. Aber wenn es zum Feuergefecht kommt, dann gewinnen doch hoffentlich wir. Oh Mann, so ein Gebäude zu infiltrieren ist echt eine blöde Sache. Wegen den ganzen Winkeln und so. Wo der sich verstecken könnte und uns zuerst sehen könnte. Das ist immer so das Blöde. Vielleicht haben wir auch Glück und sehen ihn zuerst. Erstmal nach unten checken und dann nochmal rausgucken. Der ist hier, glaube ich, nicht. Hm. Also unter der Treppe ist der doch wohl nicht. Das können wir jetzt nicht vorstellen. Aber wir gucken trotzdem mal. Vorsicht ist das, was einen hier am Leben hält. Okay. Anscheinend ist er hier nicht. Ich renne mal zur Factory. Mal gucken, ob ich den dann sehe. So, wir sind an der Factory angekommen. Bisher gab es noch keine Schüsse auf uns. Noch habe ich irgendwas gehört oder gesehen. Von daher, vielleicht ist der Typ gar nicht mehr da. Ich werde trotzdem auf die Factory gehen, da vorne. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht was sehe. Denn hier war auf jeden Fall was. Und meistens sind die Leute nicht so agil, dass sie so schnell den Platz wechseln. Also, falls er hier noch in der Nähe ist, werde ich den jetzt gleich hoffentlich sehen. Oh, dieses Treppen hochgehen, dass das so langsam ist. Und ich bin so offen hier. Kann man da drunter herkrauchen? Warte mal, man kann hier und dann auch die Leiter hoch. Auf das Dach, aber das werde ich nicht machen, weil die Leiter ist mir zu lang. Das dauert zu lange. Das dauert eine halbe Minute oder so. Ja, okay, so lange auch nicht. Aber 20 Sekunden bestimmt, bis man da oben ist. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf, wenn ich nicht weiß, wo der Typ ist. Also passen wir mal einfach auf. Wenn wir Glück haben, schießt er nochmal und wir hören das. Und falls nicht, verharren wir einfach ein wenig. Hm. Noch sehe ich nichts. Oh, 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 zu zweit, da seid ihr. Ich wusste, dass wir hier noch irgendwen oder irgendwas sehen. Okay, die Schüsse vorhin, das könnten die gewesen sein. Jetzt ist die Frage, sind die Burschen Banditen? Oder sind die so wie ich, im guten Auftrag hier? Ja, wo ist dein Freund? Wie er sich umsieht. Vermutlich ist er gerade im Teamspeak. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Auch ist das süß. Guckt euch die zwei an. Da kommt sein Freund, um ihn zu retten. Oh, ist das romantisch. Sie haben sich wiedergefunden. Och, seid ihr süß. Was für kleine, knuffige Leute. Okay, gehen wir mal hin. Besuchen wir die mal. Das war jetzt bestimmt ein richtig großer Schockmoment für den einen. Er hatte bestimmt Angst, weil er seinen Freund nicht mehr gesehen hat. Okay. Gehen die die Straße runter zum Krankenhaus? Das ist meine Frage. Oder laufen die einfach nur quer durch die Stadt in der Hoffnung, hier irgendwen zu töten? Oder nicht? Das ist die Frage. Deshalb ist es, werde ich jetzt noch nicht schießen. Also ist es blöd, hier direkt zu intervenieren. Denn wenn die nicht böse sind, dann kann ich dir nicht abschießen. Das wäre ja ziemlich böse.
Okay, die könnten jetzt auch da hochgegangen sein, was ich nicht glaube. Ich glaube, die sind hier irgendwie runtergegangen, oder? Ich sehe die jetzt leider nicht mehr. Ich verschaffe mir mal einen besseren Überblick. Und gehe hier hoch. Und gucke, ob ich die nochmal sehe. Also, dass die hier auf dem Dach sind, davon gehe ich erst ehrlich gesagt nicht aus. Ich frage mich, ob die da oben sind, aber... Oh! Oh, oh, oh! So viele Schüsse! Das kam auf jeden Fall von dahinter. Da sind sie. Haben die einen Spieler getötet? Es ist weg. Nee, vermutlich nur ein Zombie. Okay, da habt ihr nochmal Glück gehabt, Leute. Jetzt weiß ich, wo ihr hin seid. Und ich werde jetzt nochmal die Verfolgung aufnehmen. Da aber lieber nicht runter, sondern die bösen Leitern. Die Leitern, die einen so oft in den Tod stürzen. Immer schön seitlich hier lang gehen und... So. Auf geht's. Laufen wir den mal einfach hinterher. So, irgendwo... In dieser Ecke müssten die sein. Halten wir mal die Augen offen und sind vorsichtig, denn ich will die verfolgen. Auch wenn das natürlich nicht aus bösen Gründen geschieht, aber das... Oh, 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 okay, das war kein Schuss auf mich, das kam aber... Von da hinten? Oder von rechts? Von da oder... Ja, das kam eindeutig von rechts. Okay, da ist irgendwo wer. Sieht man da irgendwas? Ich mache jetzt mal das Gefährlichste, was DayZ-Spieler tun können. Und das ist nicht so, Leute zu verfolgen, sondern gleich in diese komischen Schotterruinen zu gehen. Denn wie oft man da stirbt und sich ein Bein brechen kann, DayZ-Veteranen wissen, wie schnell sowas geht. Und was ich sagen wollte, ich habe natürlich nicht vor, die zu erschießen und hoffe, dass sie das auch nicht mit mir machen. Ich könnte sie allerdings ein wenig verstehen, wenn sie es tun, da ich sie ja verfolge und die können nicht wissen, dass ich freundlich bin. Daher versuche ich nur ein bisschen in die Nähe zu kommen von denen, sodass ich die sehe, aber in Deckung bin. Und dann versuche ich mal einfach zu reden. So von wegen, dass ich friendly bin und so. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann. Wenn die mich zuerst entdecken, werden die sehr wahrscheinlich schießen. Ich könnte sie nicht mal verübeln, auch wenn es Banditen sind, vermutlich einfach nur. Aber nicht jeder ist so, dass der es zuerst spricht. Da haben die meisten einfach keine Nerven zu. Deswegen hoffe ich, dass ich die zuerst sehe und mit denen sprechen kann. Wobei ich mir einfach wieder mal zu 90% sicher bin, dass das Banditen sind, denn Leute, die nicht schießen, die gibt es einfach zu wenig. So, das ist das besagte, schwierigste, ach, gefährlichste, was man in DayZ machen kann. So komische Schotterhaufen Bugs hoch. Oh Gott, ist das gefährlich. Bezieht sich alles zusammen. Bezieht sich alles zusammen. Aber uns wird schon nichts passieren, hoffe ich mal. Hier haben wir wenigstens einen guten Überblick. Ich glaube, dass die da hinten an dieser Statue sind. Gucken wir einfach mal, ob wir nochmal was hören. Das wäre jetzt eigentlich das Beste. Weil... ansonsten haben wir ein Problem. Müssen wir uns irgendwie versuchen, ranzuschleichen. Und wir wissen nicht genau, wohin. Das ist natürlich immer ein wenig riskanter. Was das zu wissen? Okay. Gehen wir einfach mal da hinten auf den Platz. Auf diese Straße. Oh. Zombie, das könnte... Agro... Oh, ja, 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 ja. Das, die müssen am Wrack sein. An dem Flugzeugwrack. Ich bin mir recht sicher. Da kommen auf jeden Fall die Schüsse her. Oder sind die hier in diesem Laden drin? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die in dem Laden sind, sondern irgendwo hinter dem Flugzeugwrack. Weil da kam... Ey, Moment, hat der gegessen oder war das jetzt ein Soundbug? Naja. Auf jeden Fall müssen die irgendwo da sein. Ich werde mal... erstmal kurz abwarten. Ich werde gleich dahin gehen. Erstmal muss ich gucken, ob die hier nicht langkommen. Ich will denen nicht in die Arme rennen. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Jetzt habe ich ein paar Minuten hier gewartet. Ich werde erstmal in diesen Laden hier reingehen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie mich gehört haben, oder? Warte mal. Erstmal schauen. Irgendwo hier hätten die sein müssen oder müssten die sein. Ich sehe nichts. Okay, irgendwo hinter dem Schotterhaufen. Ich will da jetzt nicht zu weit reingehen. Das ist mir zu gefährlich. Einfach mal abwarten und Tee trinken. Wenn die abhauen, sind sie halt weg. Kann man nichts machen. Und wenn die hier lang gehen,
muss man halt einfach versuchen, mit denen zu reden. Denn ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die wissen, dass ich hier bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mich gehört haben. Gesehen haben die mich auch nicht. Also einfach mal abwarten, ob und wann wir was sehen, wenn überhaupt. Und falls nicht, dann geht's einfach wieder weiter. Oh! Oh, shit. Okay, er schießt sofort. Das bedeutet feindselig. Zum Glück habe ich mich nicht gezeigt sofort. Okay, okay, mein Freund. Drop your weapon and you will survive. Wollte er nicht. Tot. Zack. So, jetzt haben wir da noch den zweiten von denen. Ich lade erstmal nach. Schön in Ruhe. Der kommt jetzt eh noch nicht. Da hat der nicht die Eier zu. Drop your weapon, dude. Ob er das macht? Das könnte ihn retten. Schauen wir mal ganz vorsichtig. Der wird bestimmt von da kommen. Er könnte jetzt auch das Haus umranden, flankieren. Aber wenn er die Tür aufmacht, das dauert lange. Da weiß ich auf jeden Fall, dass er dann kommt. Aber er kann auch durch den Schlitz einfach schießen. Daher gehen wir einfach mal hier in Deckung. Können wir beide Seiten gut sehen eigentlich. Der kann mit Third Person zwar gut hier reinschauen von der Seite dann. Und uns vermutlich zuerst sehen, aber wir können uns gut verstecken hier. Ich werde jetzt erstmal risikomäßig was trinken. Man muss einfach mal die Ruhe bewahren, oder? So, ganz genüsslich. Nein, nur damit ich keinen Durst mehr habe und sich meine Leben regenerieren, falls ich getroffen werde. Ganz locker bleiben immer. Ganz ruhig bleiben. Uns kann nichts passieren. Wir haben den Skill. So. Wo bist du? Wo bist du? War da hinten ein Fuß oder sowas? Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich da jetzt was gesehen habe. Shit. Kann gut sein, dass der da hinten lag. Nicht, dass der mich flankiert hier. Okay, okay. Mal schauen. Der kommt bestimmt von links. Ah. Oh, da ist er. Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Okay, ruhig. Erstmal hinlegen. Bisschen bedeckt sein, falls dann doch noch jemand ist oder der wieder aufsteht. Ich meine, ich hab ihn erwischt. Ich meine, ich hätte beide erwischt. Oh, jetzt bandagier. Oh, dauert das lange. Okay. So, dann schauen wir nochmal nach. Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Ja, da liegen beide. Gut. Okay. Nochmal auf Nummer sicher gehen. So, beiden einen Headshot geben. Okay. Damit sollte die Sache geritzt sein. Oh, ich brauche Painkiller. Oh, seht ihr den da hinten? Es wird Zeit für ein bisschen 90er Trash-Musik. Dude! Dude, get down! Get down! Get down! Get down! Keep moving all around! Get down! Get down! Keep moving all around! You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Yeah, get down, get down, get moving all around. Get down, get down, get moving all around. Oh baby, you're so fine, oh I'll make you mine. Oh Gott, was ne Scheiße, was ne Scheiße. Hey Dude! Dude! Hey, Dude! Dude, Dude, Dude! Hello? Hello? What the fuck? Don't you hear me, okay? Alter, was war denn mit dem los, ey? Toll. Jetzt hat er mich nicht gehört, aber wahrscheinlich irgendwelche Banditen, die in der Nähe sind. Und die kommen jetzt mich holen. Oh Gott. Hm, hier oben in dem Gebäude ist leider nix. Also wieder runter. Oh, oh, oh. Von wo?
Von wo? Von wo kam das? Oh nein! Aber von wo?